Das Zweierkomplement haben wir bereits kennengelernt. Wie konvertiert man aber im Zweierkomplement die Zahlen von positiv zu negativ? Normalerweise im Alltag packen wir einfach eine Minus davor oder wir nehmen die Minus weg und dann ist die positive Zahl automatisch eine negative und umgekehrt. Im Zweierkomplement haben wir gesehen, das ist gar nicht so trivial und ein Minus gibt es in dem Sinne nicht. Ich habe hier etwas wieder vorbereitet, eine kleine Tabelle, die ich diesmal den Bereich unserer Zahlen von minus 8 bis plus 7 ein bisschen anders aufgeschrieben habe, in so einer Art Kreis. Wir fangen hier links oben bei der minus 8, dann gehen wir nach rechts oben bis zur minus 1, dann erst nach unten zur 0 und dann wieder bis zur 7 nach links. Wenn man sich das, unseren Bereich auf diese Art und Weise anschaut, dann stellt man etwas Interessantes fest. Wenn man die 5 und die minus 5 sich zum Beispiel anguckt, dann sieht man auf einmal, die sind in dieser Skala sozusagen ein bisschen verschoben. 4 und minus 4. Genauso sind die 3 und die minus 3, die 2 und die minus 2, die 1 und die minus 1, die 5, die 6 und die 7. Die 0 und die minus 8 sind ein bisschen speziell, die gucken wir uns ein bisschen später an. Wie kann ich jetzt also von einer 5 eine minus 5 bekommen? Was ich mache, gucken wir uns erstmal die 5 und die minus 6 an. Die sind komplett, also wenn man sich die beiden hier anschaut, dann stellt man fest, die sind genau das Invertierte voneinander. Invertiert bedeutet, jedes Bit wurde umgedreht. Von einer 0 haben wir eine 1 gemacht und aus jeder 1 eine 0. Wenn ich also aus der 5 alle Bits invertiere, bekomme ich eine minus 6. Ich wollte aber eine minus 5 bekommen, das heißt, ich muss einmal invertieren und danach zur minus 5 zu gelangen, muss ich eine plus 1 dazu addieren. Jetzt ist die Frage, gilt das überall? Ich glaube schon. Gucken wir uns mit der 6 an. Wenn ich die 6 invertiere, bekomme ich eine minus 7. Und wenn ich plus 1 addiere, bekomme ich meine minus 6. Und das gilt eben für alle Zahlen, die ich hier habe. Genau das gleiche kann ich auch übrigens mit der 7 machen. Da gibt es keine Unterschiede. So kann ich aus jeder positiven Zahl eine negative Zahl bekommen. Invertieren plus 1. Schreiben wir uns das kurz auf. Das wäre unser Algorithmus. Zuerst invertieren wir. Und danach addieren wir eine plus 1. Funktioniert das genau umgekehrt? Schauen wir das mal an. Wenn ich eine minus 2 habe und die invertieren würde, dann bekomme ich genau auf der anderen Seite die plus 1. Um eine 2 daraus zu bekommen, muss ich wieder eine 1 dazu addieren. Also es funktioniert genauso auch in der anderen Richtung. Was passiert jetzt mit unseren Grenzfällen, mit der 0 und mit der minus 8? Die 0 sollte ich gar nicht auf die Idee kommen, sie zu konvertieren, weil sie eben eine 0 ist. Also möchte ich sie gar nicht konvertieren. Wenn ich das machen würde, was würde passieren? Eine 0, wenn ich sie invertiere, würde ich eine minus 1 bekommen. Das wäre das hier. Wenn ich eine plus 1 machen würde, in die Richtung wieder sozusagen plus 1, dann bekomme ich meine alte 0. Wenn ich umgekehrt die minus 1, also die minus 1, was passiert jetzt mit der minus 8? Ich weiß, ich habe in diesem Speicherplatz mit meinen 4 Bits eigentlich gar keinen Platz für eine 8. Das heißt, wenn ich irgendeine minus 8 invertieren würde, dann würde mein Speicherplatz leider nicht ausreichen, um überhaupt die Berechnungen vorzunehmen.
In diesem Fall belassen wir es auch dabei und im Video Underflow oder Overflow werden wir uns angucken, was würde passieren, wenn ich es doch machen würde.